for tomorrow? IBDY is ready for tomorrow with their... Skippy! Was wie eine Mini P90. Echt wie die Waffe aus Borderlands 3. Oh, Borderlands war auch so geil. Wie gut kanntest du Jackie? Ein netter Kerl. Kam immer mal für ein, zwei Drinks vorbei. Oder 10. Ab Nummer 3 war der Junge nicht mehr so darf. Der wollte hoch hinaus. Oh, der Jackie, ey. Die Welt ist gleich ärmer ohne ihn. Wie geht's Mama Wells denn so? Körperlich? Ging's hier nie besser. Und Christian ging Liz mit der Waffe auf den Sack. Oh ja. Das Coyote glänzt wie neu. Das sprechende Kackwaffe. Schwer zu sagen. Es geht nicht so, als würde sie sich was anmerken lassen. Ich bin gerade gestorben und lande in einem Checkpoint, vor dem ich vor Stunden war. Aber. Hast du trotzdem noch Speicherstände von vorher? Wen haben wir denn hier? Ist ja richtig scheiße, wenn das jetzt nicht mehr geht oder so. Nope, keinen einzigen. Alter. Ah, super. Oh, wie. Wie, du lernst es nie, oder? Hä, hey, was denn? Plaudern wir jetzt. Na los, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Aber mach hin. Mach ruhig deine Witze. Aber nach 50 Jahren in der Hölle macht man sich so seine Gedanken. Man zieht Schlüsse. Und zwar? Leute ändern sich nicht. Vor allem nicht Leute wie Kirk. Glaubst du, ich weiß das nicht? Aber leih ich Kirk Geld für neue Kiroshis? Gründen wir eine Firma? Nein, die Sache stinkt. Aber in Night City kommt man nicht weiter, wenn man die Nase rümpft und einfach abhaut. Man muss dem Gestank auf den Grund gehen. Ansonsten kann es passieren, dass man irgendwo reintritt. Ich bin hier aufgewachsen, Johnny. Kann gut auf mich selbst aufpassen. Das will ich hoffen, Vee. Alter, frisst er immer noch sein Burger. Hey, Kirk. Lang ist's her. Wie? Krass. Ich hab dich kaum wiedererkannt. Du hast dich... kein bisschen verändert. Du kennst mich. Ich bin eben altmodisch. Steter Tropfen hüllt den Stein, stimmt's? Mhm. Na komm, setz dich. Ich geb dir die Infos. Dann schieß los. Ach, okay, der okay. Drecksack, ja. Pass auf, der Job ist simpel. Nicht weit von hier ist ein Van geparkt. Da ist super wertvolle Ware drin. Morgen fährt er zur Grenze, aber bis dahin kann wer weiß was passieren. Verstehst du? Einzelheiten, Kirk. Was ist im Van? Ich danke, dass du das Geschenk-Abo verlängerst. Implantate. Experimentelle Baureihe, die man nirgendwo sonst kriegt. Direkt aus einem Labor in Shanghai. Und wem gehört die Ware? Mann, wie Burger ist. Wenn wir sie haben, gehört sie uns. Also, bist du jetzt dabei? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Oh, aber scheiß drauf. Ein Versuch ist es wert. Ich bin dabei. Oh, es ist sowas von wahr. Also, ich gebe dir den Treffpunkt. Wir sehen uns dann dort. Okay. Eigentlich will ich von dem gar keine Aufgaben mehr annehmen, Drecksack. Wie so ein Déjà-vu gerade hier. Oh je, ein Problemchen. Vollgas, Vollgas. Triggert mich jetzt echt peripher wegen dem Speicherstand jetzt.
Was war auch im Kreuzfeuer? Anscheinend. Hallo Atomic Star. Der war im Weg. Batz. Kann nichts dafür. Ich kann das Auto so schlecht kontrollieren. Aua! Warum? Nein, die Scheiße. Er hat ähnliche... ähnliche Augen wie ich. Ich hab aber nicht diesen schwarzen Rand. Wie? Hey, wie? Hier drüben, Chum. Chumbacca. Ja. Ja. Yeah. Jetzt kommen diese scheiß Cops überall. Ich komme nicht wieder, ich fahr mal kurz um den Block. Jetzt lassen die mich einfach nicht in Ruhe. Danke für den Follow, Atomic Star. Herzlich willkommen. Scheint echt nice Leute zu sein. Ja, wir sind besonders bekloppt auch. Bitte überfahr mich nicht, bitte überfahr... Nein. Du denkst, du hast eine Wahl? Du bist jetzt im Keller eingesperrt, ja. Also eine Wahl hast du Tatsache nicht. Oh, jetzt sind die schon wieder da, wirklich. Ich werde die gleich alle einfach auslöschen. Dann warten wir, bis dieses nervtötende Geräusch kommt, dass sie weg sind. Doch, kannst du rennen. Hast doch gerade drei Leute überfahren. Was? Hab ich gar nicht. Du hast es falsch gesehen. Der ist vor dem Auto gesprungen. Wäre nicht mein erster Keller. So. Sehr gut. Dann kennst du dich ja schon aus. Aber in meinem Keller wirst du für immer bleiben. Und du hast mir auch deine Seele gegeben, ne? Und jetzt sag nicht, du hast keine. Ich finde schon diese verkümmerten kleinen Klumpen in euch. Die man Seele nennt. Denn ich bin die Seelensammlerin auf Twitch. Oh nein. Der ist jetzt aber nicht tot, oder? Der lebt noch. Renn! Renn! Renn um dein Leben! Renn! Warum bist du so langsam? Oh Gott. Discord mal ausschreiben. Ich bin nicht dein Chum. Ja, na gut. Ist er auch schon weg? Keine Chums, keine Freunde. Komm zum Geschäftlichen. Okay, siehst du die Garage dort? Da drin ist der Van. Schnapp die Tech und hau ab. Wir teilen 50-50, ja? Nein, ganz miese Aufteilung. Zwei Drittel für mich, eins für dich. Weißt du was? Abgemacht. Bist ein spitzenmäßiger Profi. Ein Chum wie dich findet man nicht so leicht. Er sagt einfach ja? Hast du gescannt? Ist jemand drin? Da ist kein Schwein wie. Kannst direkt reinspazieren, als wär's deine Bude. Mhm. Ich dachte, das wäre ein Job für zwei.
Sieht aber aus, als würde alles an mir hängen bleiben. Alles? Red keinen Scheiß. Einer muss doch Schmiere stehen. Und das bin ich. Ich gebe dir Bescheid, falls was ist. Alter, ich würde jetzt gerne diese Wumme in deinen Kopf reinrammen, ne? Okay, ich gehe rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Der ist der Erste, der gleich weg ist. Wetten? Mein Gott, ist das ein Stück Scheiße. Kein Schwein. Von wegen. Deckung! Ich brauch Deckung! Au, die halten echt viel aus. Ja, gut. So hätte ich nicht reingehen sollen. Die halten echt eine Menge aus. Ich sollte direkt mit der Wumme rein. Keks ist wieder wach. Nee, der ist einfach im Weg gestanden. Das ist nicht deine Schuld, Lisa. Danke. Danke, dass du es so siehst. Okay, ich gehe rein. Schön aufpassen, ja? Ach ja, ich hab's nicht vergessen. Natürlich, ich komm zum Essen. Kein Schwein. Von wegen. Ich bin vorsichtig. Andale, nimm das Feuer! Wow, die fressen aber. Macht ja schon meine Waffe kaum noch Schaden. Was? Boah, machst du Schaden? Willst du mich verarschen? Ja, da. Die haben auch Totenköpfe. Die Mission ist viel zu schwer. Also ich krieg's... Oh, ich hab gerade unschuldig getötet. Naja, passiert halt, ne? Wer mir in den Weg kommt. Totenköpfe. Ja, die sind dann wieder zu stark für mich. Eine andere Waffe oder so, ein bisschen besser. Auf welche Schwierigkeit spielst du? Eigentlich auf normal, aber die sind halt gerade ein bisschen. Was? Bist du mit der autonomen Schussfunktion zufrieden? Bitte springe, um zu bestätigen. Ich springe, ja, ja. Hat mich bestimmt verarscht. Oh, da kam jetzt einfach um die Ecke, die Drecksau. Okay, ich gehe rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Mach mal. Komm schon, Pa. Ich habe ein Geschenk besorgt. Kein Schwein. Von wegen.
Herr, lenke meinen Blick. Irgendwie kriege ich es schon hin. Schon gewusst, der menschliche Körper verfügt über 5 bis 7 Liter Blut. Cool. Ja, wenn du so weiter machst, sterbe ich auch. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Ach komm, ey. So scheiße. Muss ich jetzt da komplett Kamikaze rein? Ich muss mich aber fürs Erste verabschieden, bin schon recht müde, hab noch einen guten Stream und gute Schlafnacht an alle. Wünsche ich dir auch, Atomicstar. Okay, ich geh rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Alles gut, ich hab's nicht gelesen. Nichts passiert, Sven. Ich bin vorsichtig. Kein Schwein. Von wegen. Na jo. Weißt du, das ist ja lustig, ne Ben? Oh, was ist denn das für ein blöder Wichser? Kann nicht sein, dass du mich so one-hitted? Hätte mich eben nicht erwischt, dann hätte ich jetzt alle gehabt. Okay, ich gehe rein. Scheiße. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Kein Schwein. Von wegen. Gleich machst du die Augen für immer zu! Oh, jetzt kommen sie alle her. Oh shit, das war eigentlich nicht so klug. Level doch, bevor du weitermachst. Ich will nicht so gerne jetzt aufgeben. So ein Witz, Alter. Ganz High Quality Content, ja. Ich krieg's noch hin. Seid kacke, weil ich das fast geschafft hätte. Dann kam der blöde Sneaky Typ. Okay, ich gehe rein. Warte mal. Item Herstellung Upgrades.
Schön aufpassen, ja? Schaffst das? Ich gebe mir Mühe. Ich hab schon mal so eine Leute tot gekriegt. Mach ich. Kein Schwein. Alter, ich mach von jetzt. Wegen. Immer noch nicht komplett. Nacht, Kabuk-Mensch, schlaf schön. Ja, ich habe ein Geschenk besorgt. Ich komme punktlich. Alter, wie der überlebt. Zünd ist nicht umsonst auf sehr hoch. Das ist doch eine Herausforderung. Geht doch, okay. Meine Fresse. Da ist die Karre. Hast du die eigentlich, diese Waffen? Ich habe die noch nie gefunden. Also die sprechende Waffe habe ich in der Gasse gefunden bei einem Typen. Das war aber auch gekennzeichnet mit einem Fragezeichen. Der Skippy, den wir hier gesammelt haben. Der Skippy hat mich gerade, Tatsache gerettet. Der Kopfschuss, automatische Kopfschussfunktion. Was zum... Der Jacke? Was soll das? Oh, sieht die cool aus. Und dann auch noch billige Kopien. Ah, die sieht cool aus. Kirk war top informiert. Wie immer. Aber hey, vielleicht sind die was wert. Könntest einen Stand in Kabuki aufmachen, oder... Implantate von Militech. Ich schieb ihm die Lappen in den Arsch. Ah ja, komm, weil, geh da hin. Sag zu ihr, weiser ist du. Scheiße. Und jetzt ballert jemand rum. Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Viel Spaß, Vi. Was, wie? Warum Spaß? Bam, bam, bidam. Bam, bam, bam. Oh, so. Oh, fuck. Hey, noch so ein Schwach. Toll, nochmal so Scheiß hier, ey. Wie hat er mich getroffen?
Sven, danke für den Raid. Alt! Ja, ich komme jetzt in die Hölle. Skippy, du Arschloch. Wieso tötest du die Typen, die Kirk getötet haben? Weil anscheinend die Mission auch so weiterläuft. Scheiße. Und jetzt ballert jemand rum. Müsstest du danken. Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Ja, das viel sowieso. Spaß, wie. Aber Kirk ist echt ein Vollidiot. Hier, nimm alles. Nimm. Okay, das war zu gierig. Das war zu gierig. Naja. Von DLCs weiß ich jetzt nichts, Koro. Weil das ist mein allererster Run. Und jetzt ballert jemand rum. Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Viel Spaß, Vi. Ja, viel Spaß, leck mich doch. Andere, gib das Feuer! Das ist eine miese Granate. Jeder. Ladung vorzeitig abgefeuert. Das passiert sonst nie. Ja, das passiert sonst nie, deine Ladung vorzeitig abgefeuert. Fick dich doch! Jetzt hat diese Brandwaffe. Oh, nee! Oh, ist die Mission. Kriegen wir schon hin. Das passiert mir sonst nie. Ja. Zwinker, zwinker. Ach, scheiße. Die Mission ist ja nervig. Scheiße. Ja, ich hätte die noch nicht machen sollen, weil die ist schon ein bisschen höher als. Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Mein Level. Viel Spaß, wie. Oh, so eine Scheiße. Das bist du auch gleich. Unbewusst, laut traditioneller christlicher Doktrin wirst du in die Hölle kommen. Ja! In die Hölle! Das passiert, wenn man krumme Dinger dreht. Tolle Ansprache. Zu meiner Beerdigung kommst du nicht. Ach, Kirk, du Idiot, Alter. Hast du jemanden, der ihn vom Boden kratzt und begräbt? Wohl kaum. Okay. Hat er sich selbst zuzuschreiben. Ist ehrlich. Hölle. Ja. Oh, ich habe eine neue Jacke. Dem ist doch mal positiv. Wahrscheinlich, doch, die kann ich tragen. Ja. Yeah. Geil.
Mega. Hat sich gelohnt, dass Kirk stirbt. Alter. Sieht etwas so hältermäßig aus. Na klar, ich hole Judy und Panam und dann bin ich die Zuhälterin und die beiden gehen dann nach. Nein, Spaß. Sowas würde ich nie machen wollen. Ja, dann nehme ich sie selber. Alter. Nun. Aufgabe. Guck mal, hier ist noch eine Nebenaufgabe. Da steht nicht Gefahr zu hoch. Und wie fit seid ihr noch? Es ist 3 Uhr. Ekelhaft. Hey. Hi. Habe jetzt eigentlich mit einer Beleidigung gerechnet, dass man mich direkt wieder beleidigt, aber... Bin fit. Müde. Sehr fit, habe meine Daten sortieren können, finally. Ja, unverändert, also fit. Bis bald. Und grüße deine Schwester von mir. Klar doch, wenn ich sie sehe. Sie muss ziemlich reinhauen bei der neuen Arbeit. Nimm mein Lordbrock. Was? Ragnar? Hast du ein Bier da? Lordbrock vielleicht? Sorry, Boss. Bier ist nicht. Was dann? Vielleicht was mit Aprikosengeschmack? Ein paar Kunden haben sich über Schluckauf beschwert. Aber das ist gelogen. Passiert dir das oft? Moment, mein Boss. Brad! Hey, Brad! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarke, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klatz. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Danke, danke, Boss. Ich bin also, der Boss, ja. Mir nach. Habt ihr sie noch alle? Finger weg von meinem Motorrad. Aber Dali! Glaubst du, wir spaßen? Verrat hat seinen Preis und du zahlst mit deinem Bike. Geht's immer noch um Stenna? Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an einen Konzern verkauft. Das wird sie büßen. Was ist dein Problem, Fotze? Das hier geht dich nichts an. Noch so eine Konzernratte? Entspann dich. Ich habe keinen Stress mit euch. Ihren Tod, ne? Noch nicht. Was ist los? Dein neuer Kumpel hat seine Schwester bequatscht, sich an Setatec zu verkaufen. Und was macht die Hure? Haut ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Schon als Kinder haben wir zusammen die Straßen hier gerockt. Automaten hacken, Konzerntypen vermöbeln. Das war unser Leben. Und jetzt? Jetzt ist sie sich wohl zu gut für uns. Verräterfotze. Hört ihr euch eigentlich selber reden? Was soll's denn bringen, wenn man Armen wie mir was wegnimmt? Stenna ist halt erwachsen geworden. Im Gegensatz zu euch. Ihr rächt euch an den Konzernen, indem ihr einen Straßenhändler ausnehmt? Sehr schlau, wirklich. Lasst ihn in Ruhe. Was, wenn nicht? Kieferbruch, Schädelbasisbruch oder gleich eine Kugel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn du so viel auf den rattenfickenden Verräter gibst, dann kannst du ja gleich mit ihm zusammensterben. Yo, Brad, das ist doch... Das ist die Alte, von der alle reden. Die von den Toten auferstanden ist. Weißt du, wie viele Typen die schon kalt gemacht hat? Die ist nicht normal. Hey. Oh, Scheiße. Folgt sie uns? Ist denn ein Schild durchgebrannt? Du feige Sau. Was zur Muschis? Kommt mal her.